Guten Tag, Prime Ministry. Today you are going to complete our revision sheet. Okay? Frage 4. Setze die Verben richtig ein. Put the verbs in its correct form. We have this verb, einkaufen. What does it mean? Das bedeutet to buy. Kai und Lena auf dem Markt. We have two parts of this verb. Present it in bare verben. Okay, so here I will write kaufen. Kai und Elena kaufen auf dem Market. Here, the other part of the verb, ein. Both of them mean buy. Ansehen, sie, das bedeutet Kai und Elena auch, sie sehen die Schaufenster an. They watch or look at the windows of the shops. Mitbringen, sie, Kai und Elena auch, bringen sie bringen Leonie einen Lutscher mit. Das bedeutet, they bought for Leonie a lollipop with them. Vorbeilaufen, Elena am Kino. Elena passed by the cinema. Elena läuft. We have some change in the verb here. Elena läuft am Kino vorbei. Anfangen, to start. Die Vorstellung gleich. Die Vorstellung fängt. Umlaut. Gleich an. The show of the movie will start now. Losfahren. Der Bus. Gleich. Prima. Fährt. Prima. I know that all of you are very, very, very clever and you remember all of these verbs. Der Bus fährt gleich. Los. Das bedeutet, the bus starts driving. Einsteigen, Elena und Kai steigen in den Bus ein. Elena und Kai, Elena and Kai, what did they do? They get into the bus. Okay? Hinsetzen, sie, Elena und Kai auch, sie sitzen sich hin. They sit in the bus. They sit in the bus. Anhalten, am Rathaus hält der Bus. The bus stops. The bus stops at this place, Rathaus. Aussteigen, Elena und Kai. Yeah, prima. Steigen dort aus. Das bedeutet, they get out of the bus. It's complete. Frage 5. Schreib die Wörter. Was ist das? Ja, prima. Der Luft
Abteilungen. Okay. Was ist das? Ja, prima. Der Kuchen. Mhm. Was ist das? Prima, die Blume. Und was ist das? Yes. The knife. How to say knife in German? Das? Mhm. Messer. Das Messer. And last picture, die Kerzen. The candles. Okay. Now, question number 6, Frage 6. Ergänze mit sie, ihn oder es. Ergänze, das bedeutet to complete. Die Kinder bringen Geschenke. Geschenke bedeutet presents. Kai packt sie. This is a plural word. Sie. Kai backt sie aus. Elena schenkt Kai einen Drachen. Kai findet ihn. Der Drachen. I put this here. Leonie schenkt Kai eine Murmel. Kai legt sie auf den Tisch. Okay. Ali schenkt Kai ein kleines Auto. Kai stellt es. Das Auto. So I put es. Oma schenkt Kai einen Schal. Kai legt ihn um den Hals. 7. Ergänze mit mich, ihn, sie, dich, uns oder euch. Das Auto ist für ihn. This is for him. Die Bonbons sind für dich. The Bonbons are for you. Okay? Der Bleistift ist für sie. Prima. Der Malblock ist für uns. For us. Der Teddybär ist für Leonie. Ja, sie auch. Der Ball ist für ihr. Ja. Prima, euch. Das Stück Kuchen ist für mich. Dann wählen Sie aus. Choose the correct answer. Oma holt ein oder eine Blume. Prima, eine. Die Artikel ist die Blume. Eine Blume. Kai bläst ein oder einen Luftballon auf. Einen. Die Artikel ist der Luftballon. Oma holt ein oder eine Messer. Prima, eine Messer. Entschuldigung, ein Messer. Ich habe ein oder einen Buch. Ja, prima, ein Buch. Oma hängt ein oder einen Luftballon an die Wand. Einen Luftballon, prima. Das ist alles. Dankeschön. Tschüss.